Hallo und herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Und es gibt viel zu tun. Ich sollte mir eigentlich eine Liste aufschreiben. Zum einen haben wir am Ende der letzten Folge das kleine Problem gehabt, dass wir zwar hier einen Seemottendruckkompensator haben, aber wir konnten hier quasi die Aufrüstung nicht bauen. Also wir haben zwar hier den Druckkompensator, haben auch hier die Exos. Okay, es wurde schon eingedeutscht inzwischen. Exo-Anzug, Bohrarm etc. kommt demnächst irgendwann mit dem größeren Update dann. Aber an unserer Modstation konnten wir eben unser Tauchmodul nicht verbessern. Denn da steht nur Druckkompensator. Haben wir aber eigentlich. Da wird es natürlich jetzt interessant. Ich werde kurz einen bauen für die Zyklop oben. Und dann hoffe ich, dass es funktioniert. Dann des Weiteren haben wir noch andere Sachen. Ich wollte mir noch. Ich habe es nicht vergessen, lieber Jan, ja. Als Ausrüstung natürlich noch Pressluftflaschen. Die stacken anscheinend jetzt wieder. Sehr geilen Thermometer wollte ich mir eigentlich auch noch bauen. Nämlich demnächst müssen wir Thermoreaktoren setzen. Und haben wir eigentlich keinen besseren Anzug, der ein bisschen hier schützen würde gegen äußere Umstände? Leider nichts. Haben wir hier irgendwas Neues? Auch nichts. Denn vorhin habe ich schon wieder ein 35 MB-Update erhalten für Subnautica und ja, man weiß ja nie, was sich alles ändert. Okay, gut. Was haben wir eigentlich gerade alles einstecken? Blaststahlbahn hätten wir 4 Stück, 5 Stück. Da muss ich jetzt leider einen opfern. Einen opfern wir schnell mal und basteln uns hier. Welcome aboard, Captain. All systems online. Ja. Aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich glaube nicht, dass es das funktioniert. Baue jetzt einfach mal einen. Es ist ja nicht verschwendet. Den können wir zumindest später wieder hernehmen, falls das jetzt nicht funktioniert. Was ich glaube ich nicht denke. Nein, nein, nein. Funktioniert nicht. Könnten wir eigentlich mal schnell. Kleines Ding, ja. Kranzcraft. Wie heißt das denn gleich wieder? Moth Depth Upgrade. MK2 und 3. Weil er das nicht erkennt, ja. Wird nicht erkannt. Scheiße, wie schreibt man das? Ja, manchmal hackt es doch mit dem Englisch noch ein bisschen aus, wenn man es zu selten benutzt eigentlich. So, mach mal einfach so. Ah, Gameplay-Bug wie immer. General Gameplay. Ja, ist eigentlich sehr übel, wenn es hier einfach nicht reinpasst. Schade aber auch. Ansonsten, was braucht man hier noch? Pressluftflasche, Plaststahl. Wir machen mal kurz, wir haben ja, glaube ich, immer standardmäßig die Plaststahl drin. Genau, wir machen mal kurz eine neue. Was braucht man dazu? 4 Titan. Ein Glas sollten wir doch alles haben. War das jetzt ein Quarz oder ein Glas? Ein Glas. Möchte ich das auch mal kurz checken, ob das jetzt stackt? Das wäre natürlich sehr geil. Dann könnten wir hier wieder ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. So, Pressluftflasche aufgenommen. Sehr geil. Jetzt brauchen wir noch ein Lithium dazu.
Habe ich da noch was? Ich habe schon wieder kein Lithium mehr oder was? Gibt's hier echt nicht. Gibt's hier nicht. Jetzt fehlt mir hier wieder Lithium. Ne, da haben wir noch was. Oh. Gott, oh Gott, oh Gott. So, Luftbehälter, Plaststahl. Verbesser du mal. So. Plaststahl. Plaststahl, Plaststahl. 165. Das zumindest bleibt gleich. Ach, oder es deckt insofern. Haben wir hier irgendwo Platz? Wenn wir jetzt hier eine rausnehmen. Ja. Es deckt wieder alles komplett im... Oh, das ist ja interessant. Die bringt nur 10. Nee, Schmarrn. Ach, wir haben normalerweise nur 40. Okay. Hier rein, hier rein. Sehr geil. Sehr, sehr cool. Okay. Jetzt haben wir hier einen Druckkompressator. Das und das. Da könnte ich mir fast... Dann packen wir das mal auf die Habenseite, bis das funktioniert. Ansonsten ist es natürlich relative Materialverschwendung, wenn wir das jetzt einfach weiterhin versuchen. Wenn es nicht funktioniert, funktioniert es einfach nicht. So einfach ist das Ganze. Ne, Lagerplatz, haben wir da noch was drin? Nein. Ausnahmsweise mal nicht. So. Packen wir hier rein, wieder unser Tiefen-Upgrade. Wie gesagt, schade, dass das nicht funktioniert, aber kann man jetzt zum derzeitigen Zeitpunkt eben leider nichts machen. Der Exo-Anzug wird demnächst kommen. Was können wir hier? Okay. Das ist doch mal geil. Also ich bin ja schon gespannt auf den Exo-Anzug, inwiefern. Jump-Jet-Upgrade. Das wird sehr interessant, denn ich weiß nicht, läuft man mit dem Ding nur auf dem Boden spazieren oder kann man damit auch schwimmen? Denn es wäre natürlich sehr schwierig, sagen wir mal, wenn man auf dem Boden läuft und dann irgendeine eine Bodenritze reinrutscht und dann nicht mehr rauskommt. Des Weiteren wäre es auch noch interessant, kann man mit dem Exo-Anzug dann auch hier andocken in der Zyklop oder eben nicht? Das sind so ein paar Sachen, die ganz interessant wären zu wissen. So. Das ist absolut für den Arsch. Wir sehen ja hier, es bringt 1000. Und der normale Druckkompensator bringt gar nichts. Ach, der bringt auf 900. Ah, okay, den kann man gar nicht zusätzlich reinhauen. Der bewirkt bis 900 Meter und der ist einfach für 1500 Meter gedacht. Ja, klatschen wir irgendwo anders rein. So, was gibt's denn sonst noch eigentlich? Hier habe ich ja alles raus. Abstoßkanone. Signale. Hier haben wir noch... Oh, hier haben wir noch ein bisschen Titan und ein bisschen Quarz. Und hier haben wir noch einen ganzen Sack voll Quarz. Ausrüstung. Hier haben wir noch mehr Quarz. Ist aber insofern gar nicht mal uninteressant, denn wir wollten ja eigentlich die neue Base aufbauen und da brauchen wir schätzungsweise sehr viel Titan. So, sortieren wir das Ganze nur mal schnell durch. Und dann müssten wir fast nochmal Titan sammeln. Müssten wir fast. Ein bisschen für den Anfang. Ich glaube, wir brauchen da gar nicht mal so viel. Den Rest können wir dann direkt vor Ort sammeln. So, sehr gut. Erze. Hauen wir hier mal das ganze Zeug rein.
Blei weiß ich jetzt auch gar nicht mehr, für was wir das eigentlich brauchen. Der Druckkompensator klatschen wir unten irgendwie in die Basis rein. Genau, dann machen wir uns aber ein Thermometer. Oder was haben wir derzeitig drin? Scannerraum hat und einen Kompass. Machen wir uns mal schnell ein Thermometerlein. Ne, ne, Thermometer. Dass wir hinterher gut die Hitzesignaturen besser auslesen können. So. Elektronik. Da haben wir auch voll. Wahnsinn. Da kommt natürlich Computerchip rein. Ausrüstung, dementsprechend jetzt Scannerraum hat. Was braucht man da eigentlich gerade gar nicht? Ist immer schwierig, sich da zu entscheiden, was man jetzt braucht und was nicht. Gold, 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 Gold. Viel zu viel Gold. So, da hauen wir das Zyklop-Ding hier noch rein. Ja, ist jetzt, wie gesagt, ein bisschen nervig gerade. Ich hätte jetzt wirklich sehr gern das große Tiefen-Upgrade hier reingepackt. Ansonsten, nee. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das dann stackt. Wir werden uns jetzt aber... Jetzt könnte man eigentlich... Was haben wir noch? Eine halbe Folge. Eine halbe Folge. Schubkanone. Ein Titan und einen erweiterten Kabelsatz. Ein Chip, zweimal Gold. Ja, das bekommen wir noch hin. Zweimal Gold und ein Titan. Oder zwei. Da möchte ich nämlich das mit den komischen Quallen hier ausprobieren. So, Schubkanone. Terraformer haben wir ja auch noch gar nicht gebastelt. So. Titan. Den Rest nehmen wir mal mit und ich glaube auch das ganze Lithium. Mal bis auf ein paar. Packen wir gleich mal hoch in die Zyklop rein. Es war sehr ressourcenintensiv, das Ganze. Das auf jeden Fall. Also hier diese Upgrades zu basteln, das hat richtig reingehauen. Pflanzen, haben wir da was drin? Nee, Ausrüstung. Ja, ich müsste eigentlich meine Paddelflossen mal hier irgendwo reinpacken. Also meine Aufladeflossen, denn ansonsten verbrauchen wir natürlich Batterien wie die Bekloppten. So, Schwimmladeflossen, sehr geil. Was haben wir hier noch? Strahlenschutz, die Kamera, Drohnen, ja. Haben wir das Ding jetzt schon auf der 5? Ja. Sehr cool. Okay, Zyklop. Das hauen wir dann mal hier rein. Die werden wir gleich mal anziehen. Und dann könnten wir eigentlich zumindest nochmal hinschippern. Ich wollte ja ausprobieren, ob das funktioniert, dass ich die bösen Quallen hier mit meiner Schubkanone packe. Und warum ist das Ding schon wieder am Arsch? Haben wir sogar noch auf der 4. Können wir das aufladen? Yeah, wong, 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 wong. Oh, dauert das lang. Oh mein Gott. Kann man da nicht ein bisschen schneller oder so? Aber das lädt halt auch nur, wenn man das direkt ausgerüstet hat. Aber ich finde es geil mit den Tauchflaschen, dass die wieder stacken. Das ist sehr, sehr geil. Müsste man natürlich gucken, ob sich das Ganze wieder auf die Bewegungsgeschwindigkeit auswirkt. Sprich, wenn man zum Beispiel eine leichte Flasche ausgerüstet hat,
und hier eine Decke im Inventar hat, ob man dann auch langsamer ist. Ihr wisst, wie ich meine. Normalerweise ist man mit der dicken Flasche ein bisschen langsamer als mit der schnellen natürlich. So, wo wollte ich eigentlich hin? Ich hatte doch hier gerade noch... Genau, Station im Snake Biome. Geht's wieder in die Höhlen? Oh mein Gott. Bin ja schon... Okay. Ach so, wir sind an den... Wir sind hier an den... Samen hängen geblieben. Okay. Und hier geht's doch auch rein, oder? Ja, wir sind genau am richtigen Eingang. Jemand zu Hause? Haben wir unsere Ruhe hier? Denn jetzt muss ich auch mal gucken. Letztens hatte ich in den Kommentaren, dass hier in den Snake-Pilzen, dass früher was drinnen war. Nein, es ist nichts mehr drin. Und jetzt kommt hier garantiert gleich so ein kleiner hässlicher Schlängel hier an. Gucken wir noch da, ob hier einer gerade drinnen wohnt. Nee, gerade auch nicht. So. Oh, ich finde das echt so drückend hier. Und ich habe, das fand ich ganz lustig, letztens auch mal ein bisschen bei Twitch geguckt, wer das so alles Subnautica spielt. Und da war auch ein netter Herr. Und er hat Subnautica gespielt und war im Lost River Biome. So, das nehmen wir doch mal auf hier. Der war im Lost River Biome. Ja, und das ist nochmal eine ganze Ecke übler. Da gibt es einen riesen Höhleneingang. Und ja, er hat kaum noch rausgefunden aus dem ganzen Komplex. Und ich konnte da richtig mit dem mitfühlen. Es war wirklich... Er ist mit seiner Zyklop da reingeeiert. Und ja, er hat einfach nichts gesehen. Weil einfach viel zu dunkel. Also das finde ich schon mal geil. Also die Idee hat funktioniert. Wir entsorgen hier mal kurz die ganzen hässlichen Quallen hier herin. Und sammeln die da hinten. Ich weiß nicht, kann man die irgendwie zerhackstücken oder so? So, die befinden sich ja hier in dem gesamten Gebiet hier. Diese Mistviecher. Also hier kommt man auch nicht rein, okay. Natürlich muss ich hier das ganze Ding immer ein bisschen laden. Ist gerade ein bisschen doof. So. Sauerstoff ist auch nicht schlecht. Aha. Aber cool, dann werden wir nächste Folge hier wieder ein bisschen was über die Story erfahren. Das wird cool. Schade, dass man die Base hier nicht reaktivieren kann quasi. Das wäre auch noch cool. Weg mit dir, du Mistvieh. Denn wir haben schon mal gesehen, was die Mistviecher hier mit einem anstellen können.
Beim ersten Berühren tot. Wäre natürlich interessant, was die hier mit anderen Fischen und sowas anstellen. Oder mit hier den Snakes. So, erster Raum clean. Nee, nee, ich möchte hier den kleinen Spacko. So, einen werden wir noch entsorgen schnell. Und da ist jetzt doch so ein bisschen der Vorteil. Komm raus. Fuck. So, kriegen wir dich hier raus? Nein! Genau. Ja, hier rauswursteln. Weiß jetzt gar nicht, ob die einen dann töten, auch wenn man hier... Naja, okay. Cool. Hier machen wir das nächste Mal weiter. Wir werden hier wieder ein bisschen unser kleines Gerät hier aufladen müssen. Leider Gottes, aber... Geiler Scheiß. Wir speichern mal lieber. Genau, dann werden wir mal gucken, was da so Sache ist. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, macht's gut.